Hier ist der Weltspiegel-Podcast für euch. Und bei uns gibt es die Themen, die weltweit wichtig sind. Und die Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, für die manchmal in den Nachrichten zu wenig Zeit ist. Deshalb gibt es unseren Weltspiegel-Podcast für euch. Und den gibt es jede Woche mit den ARD-Auslandskorrespondenten und ARD-Auslandskorrespondentinnen und Experten eine ganze halbe Stunde lang. Ich bin Janina Werner. Schön, dass ihr heute dabei seid. Die Serie Narcos über die Kriege der Drogenkartelle in Kolumbien ist total beliebt. Und ich habe auf einer Reise mal einen Mexikaner kennengelernt und habe ihm von dieser Serie erzählt. Und seine Antwort war: Ihr als Europäer findet solche Serien toll, weil ihr die Gewalt nicht kennt und ihr müsst nicht unter dieser Gewalt leben. Mittlerweile ist diese Gewalt und der Drogenkrieg auch in Europa bitterer Ernst geworden und hier angekommen. Drogenbanden in den Niederlanden und in Belgien haben Anwälte und Journalisten auf offener Straße erschießen lassen. Denn über diese beiden Länder, also Niederlande und Belgien, gelangen die Drogen nach Europa. Wie konnte es eigentlich dazu kommen? Darüber spreche ich mit dem Korrespondenten Michael Grütz und wir schauen auch nach Peru, wo Coca angebaut wird, genauso wie in Kolumbien und Bolivien. Das ist nämlich ein sehr lukratives Geschäft. Aber dieses Geschäft bedroht auch einheimische Bauern in Peru. Und einige dieser Bauern wehren sich jetzt gegen den illegalen Coca-Anbau. Darüber spreche ich mit Korrespondent Matthias Ebert. Er hat nämlich diese Bauern besucht und mit ihnen gesprochen. Die Niederlande und auch Belgien sind wichtige Einfallstore für Kokain, was nach Europa kommt. Denn jeden Tag kommen Container eben mit den Drogen aus Südamerika in den Häfen an und werden dann auf weitere Länder weiterverteilt. Das sorgt für Gewalt und Morde. In den Niederlanden tobt bereits seit Jahren ein blutiger Krieg der Drogenmafia. Unser Korrespondent Michael Grütz hat viel über das Thema schon berichtet und jetzt spreche ich mit ihm. Hallo Michael. Ja, hallo Janina. Die Niederlande und Belgien, das sind ja richtige Umschlagsplätze für den Drogenhandel in Europa geworden. Wie viele Tonnen Drogen pro Tag kommen da denn so an? Die Rechnungen sind meist so, dass man eine bestimmte Menge findet. In Antwerpen war das im letzten Jahr mehr als 100 Tonnen. Das hat die Behörden hier sehr erschreckt, weil das war eine absolute Rekordmenge. Aber das ist ja nur das, was man weiß. Und Experten gehen davon aus, dass was wirklich reinkommt, ist in der Regel der Faktor 10, also 10 mal so viel. Und das würde dann 1000 Tonnen bedeuten. In Rotterdam kommen ebenfalls große Mengen rein, nicht ganz so viel. Das hat verschiedene Gründe. Aber auch da kommt man auf beträchtliche Mengen, vielleicht 500 Tonnen. Das ist sehr unterschiedlich und nicht so ganz einfach zu beziffern. Aber das, was man findet, mal Faktor 10, ist das, was die Experten rechnen, was tatsächlich reinkommt. Das ist eine beträchtliche Menge. Und das sind ja auch riesige Häfen. Wie kann man die denn überhaupt kontrollieren? Und kann man das überhaupt? Eigentlich kann man sie gar nicht kontrollieren. Denn man muss sich ja vorstellen, dass diese Häfen zu den beiden, das sind die beiden größten Häfen in Europa und gehören zu den größten auch in der Welt, auch wenn erst ein bisschen Abstand im Vergleich zu den chinesischen. Aber diese Häfen sind so groß, man kann das am besten spüren, wenn man da mal hinfährt und sich durch den Hafen durchbewegt und sieht, wie viel LKW, wie viel Container da rein und raus gehen, welche Schiffe, welche Massen das sind. Und ich sage immer, wenn wer einmal Globalisierung körperlich spüren will, der muss in so einen Hafen fahren. Das ist wirklich beeindruckend und es ist kaum denkbar, dass das wirklich kontrollierbar ist. Und die Frage ist auch, ob man es wirklich bis ins Letzte kontrollieren will. Denn das würde ja bedeuten, dass man den ganzen Servicebetrieb eines solchen Hafens stören würde. Man muss ja wissen, so ein Hafen ist ja dann besonders attraktiv, wenn er möglichst störungsfrei, reibungslos die Waren durch den Hafen bringt, auf den LKW und dann zu den Verbrauchern. Und das ist natürlich das Einfallstor, wo dann am Ende eben auch sehr viel geschmuggelt werden kann. Jetzt sind da ja natürlich auch viele Hafenmitarbeiter. Inwieweit weiß man denn, ob die auch involviert sind und vielleicht auch mal ein Auge zudrücken und natürlich dafür ja auch Geld bekommen? Ein Auge zudrücken ist sehr freundlich formuliert. Man muss sich das Drogengeschäft vorstellen wie ein großes Logistikgeschäft, wo Experten arbeiten, wie es im Einzelnen funktioniert. Wir können ja mal das Gedankenspiel machen und uns in die Lage eines Drogenhändlers zu versetzen. Der erste Schritt wäre ja schon, irgendwo in Südamerika eine Fuhre von, ich weiß nicht, sagen wir mal 100 Tonnen zu bestellen. Das bedeutet ja, dass schon in Südamerika
Kräfte, die irgendwo bestochen worden sind und abseits der Regeln eines Hafens das Kokain irgendwo in einem Schiff oder an einem Schiff anbringen müssen, unauffällig, damit es dann nach Rotterdam oder nach Antwerpen kommt. Und das bedeutet ja wiederum, dass es möglicherweise Leute auf dem Schiff gibt, die davon wissen, wo ist das Ganze, wie kann man es von Bord bringen, wie kommt es denn dann in den Hafen hinein. Da braucht es jemanden an einem Kran, der diesen Container von diesem Schiff auf einen anderen Platz hieft, als es eigentlich vorgesehen ist. Mir ist gesagt worden, Leute, die in diesen Kränen arbeiten, man kennt das vielleicht, das sind diese großen Ungetüme, die dann über ein Schiff fahren und dann in Windeseile die Container vom Schiff laden. Der verdient bis zu 100.000 Euro dafür, dass er einen Container auf einen anderen Platz stellt, als es eigentlich vorgesehen war, um sozusagen das Kokain dann weiter zu schmuggeln. Und so gibt es tausende Helfer, die dann in irgendeiner Weise unterschiedliche Mengen von verschiedenen Plätzen zu anderen Plätzen und aus dem Hafen hinausbringen müssen, bis zu jemandem, der einen LKW mit einem Container irgendwo hinfährt. Und da ist erstmal das Kokain aus dem Hafen raus und ist noch nicht auf die Märkte in Deutschland, Polen, Italien und so weiter verteilt. Also alleine diese kleine Beschreibung gibt ja nur einen winzigen Ausschnitt darüber, wie viele Menschen beteiligt sein müssen an einem solchen Geschäft. Und dann versteht man auch, was organisierte Kriminalität bedeutet. Dass es nämlich organisiert sein muss, damit das Geschäft so funktioniert. Und das hat mit viel Korruption zu tun. Denn so viel Geld ist im Spiel, dass Leute bezahlt werden, damit sie genau das tun, was ich gerade beschrieben habe. Wenn da jetzt auch so viele Menschen dran beteiligt sind, wie du auch beschrieben hast, dem kann man ja auch gar nicht mehr Herr werden. Wie soll man das denn eindämmen? Das ist die große Frage der Fragen und alle Beteiligten, mit denen ich gesprochen habe, sagen mir, man kann dem nicht Herr werden. Dieser Krieg, sage ich mal, der ist schon längst verloren. Das Einzige, was man tun kann, ist an der einen oder anderen Stelle zusehen, dass es vielleicht nicht mehr wird. Aber selbst daran sind die Behörden ja bisher komplett gescheitert, denn es wird ja jedes Mal mehr. Und vielleicht muss man ganz woanders ansetzen, denn es geht ja nicht nur um die, die schmuggeln, sondern es geht ja auch um die, die konsumieren. Denn wenn es mehr Kokain gibt, mehr Importe gibt, dann bedeutet das ja auch, dass es größere Absatzmärkte gibt. Mittlerweile scheint es ja völlig normal zu sein, auf irgendwelchen Partys zu koksen. Und ein Experte sagte mir mal, wo früher auf einer Party der ein oder andere gesagt hat, komm, jetzt trinken wir noch ein letztes Bier und dann war es das, geht man dann auf diese Party und kokst. Das ist offensichtlich, ohne dass ich das persönlich jemals erlebt hätte, aber ist offensichtlich gang und gäbe geworden. Und je größer die Nachfrage ist, desto größer wird natürlich auch dann das Angebot. Wer regiert denn jetzt noch in den Niederlanden? Ist das noch die Regierung oder ist das jetzt auch schon die Mafia, weil die Staatsmacht eben die Kontrolle gegen die Gewalt vorzugehen hat, verloren hat? Mehrere Beteiligte an diesem ganzen Problem haben auch genau diese Frage gestellt, aber nicht als offene Frage, sondern als geschlossene, suggestive Frage, die sagen, wer hat denn hier eigentlich die Macht in den Niederlanden? Ist es denn immer noch der Staat oder ist es die Mafia? Und genau so hat mir das Peter R. de Vries gesagt, der berühmte Journalist. Mittlerweile kennt man ihn auch in Deutschland. In den Niederlanden war er eine Ikone des Journalismus und hat sehr besonders und sehr speziell gearbeitet und hat kalte Fälle wieder aufgebracht und hat die Lösungen dafür gefunden, wo die Justiz gescheitert war. Also dieser Mann war bekannt, er war ein Held in den Niederlanden und er hat einen Kronzeugen in einem der wichtigsten Mafia-Prozesse in den Niederlanden verteidigt. Ich habe Peter R. de Vries lange interviewt, ich habe ihn getroffen und da hatte er mir das gesagt. Der Mann lebte gefährlich und ganz wenige Wochen nach meinem Gespräch mit ihm ist es dann passiert, was viele immer befürchtet haben. Er ist auf offener Straße erschossen worden. Journalisten arbeiten, die über diese Themen schreiben und recherchieren, fast durchgängig unter Polizeischutz. Ein Verteidiger ist bereits erschossen worden. Immer wieder gibt es Anschläge. Und das Interessante ist, obwohl so viele Hauptverdächtige bereits im Gefängnis sitzen, läuft das Geschäft und die Kriminalität uneingeschränkt weiter. Das bedeutet, dass entweder andere Leute den Platz derjenigen, die inhaftiert sind, übernommen haben oder dass die, die im Knast sitzen, weiter aus dem Knast heraus ihre Geschäfte machen, wofür es auch viele Hinweise gibt. Peter R. de Vries ist ja auf offener Straße erschossen worden. Wie hat denn die Gesellschaft reagiert?
absolut geschockt. Man hat gesagt, es kann nicht wahr sein, was hier passiert. Und das Problem ist nur, dass es eine gewisse Hilflosigkeit gibt in diesem ganzen Prozess. Man muss vielleicht noch hinzusagen, vieles ist ja rausgekommen, was vorher gar nicht bekannt war, aber trotzdem auch so abgelaufen ist. Und zwar deshalb, weil bestimmte verschlüsselte Nachrichtensysteme, Telefone beispielsweise, entweder geknackt worden, kompromittiert worden sind oder man hat einfach Kenntnis davon bekommen, wie die einzelnen Drogenkartelle miteinander kommunizieren. Und dann haben die Behörden, hat die Polizei diese Gespräche mitverfolgt teilweise. Mir hat der Chefermittler gesagt, es war, als würden wir beim Drogenhandel mit am Tisch sitzen, wo Morde geplant werden, wo große Drogenkäufe und Verkäufe organisiert werden. Wir saßen quasi mit denen mit am Tisch, weil wir das alles mitverfolgt haben. Und es sind Tausende von Fällen gewesen, wo man eigentlich hätte einschreiten müssen, was man aber hätte gar nicht machen können, weil diese Kapazitäten, um alles zu verfolgen, eigentlich gar nicht da sind. Das heißt, man versucht zu erfassen, wie groß das Problem geworden ist. Dann versucht man die wichtigsten Fälle und die größten Fälle, wo die entscheidenden Personen auch beteiligt sind, dort dann einzugreifen. Und in der Folge hat es tatsächlich zu sehr vielen Festnahmen geführt, sowohl in den Niederlanden wie auch hier in Belgien. Und dabei ist deutlich geworden, wie groß dieses Problem eigentlich ist. Und ich glaube, man hat das vorher doch sehr verdrängt. Danke, Michael. Bis dahin, wir reden gleich weiter. Jetzt schauen wir aber erstmal nach Peru. Denn in Peru, Bolivien und Kolumbien wird die Coca-Pflanze angebaut. Und zwar auf großen Plantagen. Und mit dieser Coca-Pflanze und mit der Weiterverarbeitung kann man halt sehr viel Geld verdienen. Also das ist ein lukratives Geschäft. Aber eine indigene Bürgerwehr, die hat jetzt genug. Denn immer mehr illegale Coca-Produzenten bauen ihre Pflanzen auf ihrem Gebiet an. Und was es für diese Bauern bedeutet, das erklärt uns Matthias Ebert. Er ist Korrespondent und hat auch mit den Bauern gesprochen und sie besucht. Hallo Matthias. Hi, guten Morgen. Sag mal, in welcher Region ist das denn, dass diese Bauern sich da gerade so gegen den illegalen Coca-Anbau wehren? Das ist im sogenannten Vraim-Gebiet. Das ist eine Abkürzung und steht für drei Amazonas-Zuflüsse, den Fluss Apurimac, den Fluss Ene und den Fluss Mantaro. Und diese drei bilden so ein verstecktes Tal hinter den Anden, hinter Cusco und Machu Picchu. Auf der anderen Seite Richtung Osten, da fließen diese Flüsse eben ganz schnell und rasant Richtung Amazonasbecken nach Brasilien. Und dort an diesen Andenabhängen, da leben die Ashaninka, die Indigenen, und dort wird eben jetzt wirklich viel mehr, rasant viel mehr Coca angebaut. Diese Bürgerwehr, die sich jetzt da zusammengesetzt hat aus diesen Kleinbauern, wer macht da denn so genau da mit? Das sind die Ashaninka, also eine indigene Ethnie aus dem peruanischen Amazonasgebiet, Anden-Amazonasrand. Das heißt, die leben dort schon seit Generationen. Und man muss dazu sagen, dass die Ashaninka eben schon eine sehr, sehr grausame Geschichte erlebt hatten. Und zwar als in Peru der Bürgerkrieg herrschte. Das war in den 80er und 90er Jahren. In ihrem Gebiet hatten sich die linken Guerilleros, die linke radikale Terrorgruppe Leuchtender Pfad niedergelassen. Also auch dort unter anderem. Und hat dort gewütet, weil das Tal eben so abgelegen ist, die Gegend so schwer erreichbar ist, war das für diese Terrorgruppe Leuchtender Pfad ein so gutes Versteck, ein guter Rückzugsort, und sie haben damals eben Indigene einfach niedergemetzelt, überall in Peru, weil sie glaubten, die Indigenen würden mit dem Staat kooperieren, dem Feind dieser Guerilla. Und gleichzeitig hat auch der Staat die Indigenen terrorisiert, weil er dachte, sie kooperieren wiederum mit der linken Guerilla. Also es war einfach eine Keilstellung. Sie waren da in der Mitte, wurden zerrieben. Und das, das wissen sie bis heute, dass das eine schwierige Lage ist, dass sie auch auf den Staat nicht wirklich vertrauen können. Und das Gleiche spüren sie eben jetzt beim Coca-Anbau. Denn die Gruppen, die heute Coca anbauen, sind zum Teil ehemalige linke Guerilleros, die mittlerweile einfach diesem politischen Kampf abgeschworen haben. Die Organisation wurde aufgelöst und sie kümmern sich jetzt um den Coca-Anbau, haben dadurch ein Einkommen, haben dadurch eine Betätigung, machen hohe Gewinne und tun dies eben wieder mal im Gebiet der Ashaninka und sind dadurch auch ein Stück weit terrorisierend unterwegs, weil sie sich eben sehr aggressiv ausbreiten. Und dagegen wehren sich jetzt die Ashaninka. Sie haben sich bewaffnet, haben kleinere Waffen, ein paar Gewehre gesammelt und
patrouillieren jetzt in ihrem Gebiet, in dem schon längst die Coca-Plantagen immer größer geworden sind, immer näher gerückt sind durch Bauern, die eben gar nicht aus der Region kommen, sondern aus den Anden, die dort einfach nur hinkommen, weil man dort gut Coca anbauen kann aus ihrer Sicht. Und das Ganze ist natürlich ein riesiger Konflikt und der ist echt schwer zu lösen. Gibt es denn auch juristische Mittel, womit sie sich wehren könnten? Absolut. Die Ashaninka patrouillieren nicht nur mit Waffen und versuchen, ihr Gebiet zu verteidigen und zu markieren. Sie haben auch Anwälte, mit denen sie zusammenarbeiten. Das sind aber keine Anwälte, wie wir uns vorstellen, im schönen Anzug, die extrem gut ausgebildet da an vorderster Front kämpfen, um vor den Gerichten Erfolge zu erzielen. Das sind ja fast freiwillige Anwälte, Bürgerrechtsanwälte, die das gerne machen aus Leidenschaft, die aber auch Schwierigkeiten haben, ja, gegen die viel besser ausgestatteten Anwälte anderer Gruppen, der Coca-Anbaugruppen, vorzugehen. Das heißt, die Anwälte der Ashaninka, die sie beschäftigen, sind etwas auf verlorenem Posten, wenn man so sagen möchte. Sie kämpfen mit juristischen Mitteln, sie versuchen beim Staat ihr Recht auf ihr Gebiet einzuklagen und es zu verteidigen. Aber das Problem ist eben, wenn sie es erreichen, selbst wenn sie Recht bekommen, ist es extrem schwer, dass der peruanische Staat willens und in der Lage und fähig ist, ihr Gebiet wirklich zu verteidigen. Das heißt, auf dem Papier haben sie vielleicht Recht bekommen in einzelnen Fällen und dürfen gegen die Coca-Bauern vorgehen. Aber der Staat mit der Armee, mit der Polizei ist eben in diesem entfernten Gebiet nicht präsent und hilft ihnen faktisch nicht, ihr Gebiet auch wirklich frei und sauber zu bekommen von den Coca-Bauern. Wie ist das denn? Ist dieser Coca-Anbau auch schädlich für die Umwelt? Oder wenn die Ashaninka da andere Sachen anbauen, wird das durch die Coca-Plantagen kaputt gemacht? Also faktisch besetzen die Coca-Bauern immer mehr Land, das eigentlich den Ashaninka gehört und zusteht. Das heißt, da wird dann Urwald gefällt, Andenurwald, und dort stehen dann plötzlich diese Felder, das sind so Plantagen mit so Pflanzen, die sehen von weitem gar nicht so anders aus wie Kaffee, zumindest von der Höhe her, so kniehoch bis hüfthoch, und die sind dann dort anstelle der Urwälder. Das heißt, der Boden trocknet aus, es kommt immer mehr zu Erosionen, weil eben der schützende Urwald fehlt und die Temperaturen steigen auch. Und darüber hinaus ist ja auch wichtig zu wissen, dass Coca dann dort in dieser Gegend in kleinen klandestinen Labors unter dem Amazonas-Urwald dann umgewandelt wird und verarbeitet wird zu Kokain oder zur Coca-Paste erstmal, dieser Grundlage für Kokain. Und dafür benötigt man eben Ammoniak, Aceton oder auch Salzsäure, viele andere Stoffe auch noch. Und Wissenschaftler schätzen eben, dass jedes Jahr mehrere Millionen Liter davon in die Böden und Flüsse entsorgt werden. Also das ist nochmal eine ziemliche Umweltbelastung hinzu. Das ist ja wahrscheinlich auch ziemlich lukrativ, für den Coca-Anbau zu arbeiten, oder? Wahrscheinlich kann man da jetzt ja auch mehr mit verdienen als vielleicht mit anderen Sachen, die man anbaut. Ja klar, es ist ein riesiges Problem, weil die Ashaninka auch merken, dass immer mehr Mitglieder ihrer Gemeinde überlaufen zu Coca-Bauern und dort mitmachen wollen, weil sie einfach dort sehr viel mehr Geld verdienen können. Zum Vergleich, wenn man da Bananen anbaut oder andere Früchte, dann muss man die mit LKW, die man chartert, in die nächste Stadt fahren. Das sind Stunden entfernt und dort gibt es viele andere Bauern, die auch anbauen. Das heißt, man verdient wenig Geld und hat hohe Kosten mit ganz legalen Methoden des Anbaus. Und mit Coca eben nicht. Dort muss man einfach nur einen ziemlich robusten Strauch anpflanzen. Irgendwann muss geerntet und getrocknet werden. Und wenn dann die Coca-Blätter zu Coca-Paste verarbeitet sind, dafür braucht man gar nicht viele Leute, dann kann man die in einem Rucksack mit sich herumtragen. Dann läuft ein kleiner Kurier über die Anden dorthin, wo die Coca-Paste weitergeleitet wird. Und ein Mann mit einem Rucksack verdient ein Vielfaches mehr als viele Bauern zusammen in einem Monat, wenn sie Bananen anbauen und auf dem Markt feilbieten. Also Coca ist sehr lukrativ und gerade für die Bauern in abgelegenen Provinzen, die ja strukturell benachteiligt sind, weil sie nicht so schnell auf die Märkte kommen mit ihren Produkten. Und da ist in Kolumbien, Peru und Bolivien Coca eben ja ein ziemlich lukratives und ziemlich verlockendes Angebot für all diejenigen, die schnell zu Geld kommen wollen. Was gibt's denn für Strategien des Staates, um den Coca-Anbau zu verringern? Weil Peru ist jetzt ja gerade auch nicht in einer sehr stabilen Lage. Jahrelang war die Strategie diejenige, die auch die USA verfolgt und teilweise erzwungen hat in Lateinamerika, mit Pestiziden abgeworfen aus der Luft, die Coca-Pflanzen zu vernichten.
und den Bauern damit ihre Ernte zu nehmen, in der Hoffnung, dass dadurch der Anbau aufhört. Das Ganze ist aber nicht passiert. Der Anbau ist auch teilweise und häufig und bis heute gestiegen. Das bedeutet, die Vernichtung der Anlagen und die völlige Illegalisierung des Coca-Anbaus, die sehen viele Experten mittlerweile als gescheitert an. Dementsprechend hat der peruanische Staat vor circa anderthalb Jahren umgesteuert und hat gesagt, wir wollen mit unserer Behörde, die dafür zuständig ist, Menschen, die Coca anbauen, einen Weg aus dem Anbau heraus garantieren. Das heißt, wir wollen Anreize schaffen, soziale Anreize, dass Menschen aufhören, Coca anzubauen. Zum Beispiel werden dann Coca-Bauern finanziell unterstützt, wenn sie ihre Plantagen versprechen abzubauen oder zu verringern oder das ganz zu lassen mit dem Anbau. Und sie kriegen dann auch Übergangsjobs im Straßenbau oder bei dem Anbau von Früchten kriegen sie Subventionen, Unterstützung finanzieller Art. Das hat Peru vor anderthalb Jahren auf den Weg gebracht und hofft, dass dadurch die Anbaumenge, die Anbaufläche sich verringert. Das Problem ist aber leider, dass dies unter dem Ex-Präsidenten Pedro Castillo auf den Weg gebracht wurde, der wiederum abgesetzt wurde 2022. Und dadurch ist jetzt wieder mal in Peru zum wirklich wiederholten Male ein Machtvakuum entstanden. Aktuell wird Peru von einer Übergangspräsidentin regiert, die wiederum von der Mehrheit der Gesellschaft abgelehnt wird. Der Kongress müsste eigentlich Neuwahlen auf den Weg bringen, hat es aber bislang noch nicht getan. Also die Lage ist extrem angespannt. Es gab ja Proteste mit mehr als 50 Toten und die meisten gehen aufs Konto der Sicherheitskräfte, die auf Demonstranten geschossen haben. Also die Lage in Peru ist auf der Straße extrem explosiv. Sie ist aber auch politisch extrem umstritten und extrem instabil. Und das macht Peru zu so einem Krisenherd, wo ich selbst nicht sicher bin, ob das Land wirklich langfristig eine sinnvolle Strategie entwickeln und durchhalten kann, um den Coca-Anbau wirklich zu verringern. Danke, Matthias, dass du mit uns gesprochen hast. Vielen Dank für deine Eindrücke. Danke. Ich spreche jetzt nochmal mit Michael Grütz. Er ist Korrespondent im ARD-Studio Brüssel und berichtet seit Jahren über den Drogenhandel in den Niederlanden und Belgien. Kannst du denn sagen, wer dahinter steckt? Weiß man das überhaupt? Das ist schwer zu sagen. Es gibt sehr viele verschiedene Gruppierungen. Es gibt einen Mastermind, ganz offensichtlich, der in einem Hochsicherheitstrakt in den Niederlanden sitzt. Er soll an sehr vielen Morden beteiligt sein. Ihm macht man gerade den Prozess. Ihm wirft man so viel vor, dass man das alles gar nicht im Prozess verfolgen kann. Das würde die Zeit einfach sprengen. Aber er hat ganz offensichtlich über Monate heraus aus dem Gefängnis seine Geschäfte weitermachen können. Und auch das hat die niederländische Gesellschaft tatsächlich erschreckt. Solange die Mafia unter sich gemordet hat, hat man das im Prinzip hingenommen. Seitdem aber Menschen des öffentlichen Lebens, aus der Justiz, Anwälte, Journalisten bedroht oder auch sogar ermordet worden sind, sagt man, das geht jetzt nicht mehr so weiter. Amalia, die Tochter des Königshauses, musste ihr Studium unterbrechen und abbrechen, weil sie wieder ins Königshaus zurück musste. Gegen sie gab es Drohungen. Sie kann nicht so leben, wie sie das eigentlich normalerweise tun würde. Man muss sich vorstellen, Janina, wenn ein Prozess stattfindet, muss der ja öffentlich sein, damit der Rechtsstaat sozusagen funktioniert. Und mittlerweile ist es so, dass Staatsanwälte und Mitarbeiter von Gerichten in den Niederlanden nur noch anonym auftreten, jedenfalls in der Öffentlichkeit, weil sie Angst haben, ebenfalls Opfer irgendeiner Bedrohung oder sogar mehr zu werden. Also es gibt nicht nur eine Bedrohung des Rechtsstaates in den Niederlanden. Er ist schon längst angegriffen worden, aus meiner Sicht. Und es besteht die große Gefahr, dass man das nicht mehr hintereinander bekommt. Anwälte, Journalisten, die mit diesem Thema zu tun haben, leben hochgefährlich in den Niederlanden. Die Niederlande sind ja auch bekannt für ihre liberale Cannabis-Drogenpolitik. Würdest du sagen, dass das eine Konsequenz jetzt daraus ist, dass man so liberal damit umgegangen ist?
Ich glaube, es gibt viele Missverständnisse in Deutschland über die Art und Weise, wie das in den Niederlanden gehandhabt wird. Denn es ist nach wie vor verboten, Drogen in Umlauf zu bringen, zu verkaufen und so weiter. Es gibt lediglich eine Tolerierung. Und das Schizophrene ist, wenn man etwas toleriert, was eigentlich verboten ist, dann ist das ganz schwierig. Also es ist nach wie vor verboten und wird auch geahndet, in Niederlanden Cannabis herzustellen, anzubauen. Es ist eigentlich auch verboten, das Zeug zu importieren. Wenn es aber toleriert wird, dass es verkauft wird, dass es bis zu einer bestimmten Menge genutzt wird, dann nimmt man ja billigend in Kauf, dass an anderer Stelle Verbotsübertritte und Gesetzeswidrigkeiten einfach begangen werden. Also es ist eine Schizophrenie, mit der die Niederlande seit langer, langer Zeit lebt. Und sehr viele Experten, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben, führen das heutige Problem auch darauf zurück, weil es gewissermaßen einen Humus dafür gebildet hat, dass man sagt, okay, das geht dann schon irgendwie und man toleriert das. Aber eins darf man auf gar keinen Fall, es ist nicht allein diese Politik, sondern es sind diese gigantischen Häfen in Antwerpen, es ist dieser gigantische Hafen in Rotterdam, es ist eine große Gesellschaft, die eigentlich auch eher auf Toleranz immer ausgelegt war in den Niederlanden. Alles das zusammen. Auch ein Geschäftsumfeld. Die Niederlande sind nun mal eine Handelsnation, in der man auch Geld verdienen soll und will. Das ist ausdrücklich gewünscht. Alles das zusammen sicherlich ist ein Humus, der dazu führt oder geführt hat, dass eben die Drogengeschäfte so eklatant zugenommen haben und zu so einem riesigen Problem geworden sind. Wie gehen denn die Niederlande und Belgien gegen den Drogenhandel und die Kriminalität vor? Gibt es da jetzt eine Masterstrategie? Man versucht, gegen die Korruption im Hafen vorzugehen. Es gibt zum Beispiel so eine Aktion Sicherer Hafen. Da versucht man, auf die Unternehmen zuzugehen und zu sagen, also ihr seid ja diejenigen, wo das Kokain letztlich durchgeht. Ihr müsst bestimmte Prüfungen durchführen bei den Mitarbeitern. Ihr müsst eure Augen offen halten bei dem, was in eurem eigenen Unternehmen stattfindet. Also man versucht, die Beteiligten aus der Logistikbranche mit in den Fokus zu nehmen, zu verpflichten und zu sagen, so, ihr könnt da nicht dran vorbei. Das ist wie bei einer Bank, wenn man gegen Geldwäsche vorgehen will, dann muss man auch irgendwie den Banken klar machen, das ist nicht gut, wenn ihr das sozusagen hinnehmt oder wenn ihr das begünstigt, sondern ihr seid mit verpflichtet, darauf zu achten. Nach diesem Prinzip versucht man das in den Niederlanden, aber angesichts der Größe des Hafens, der vielen, vielen tausend Menschen, die dort arbeiten, ist das natürlich ein extrem aufwendiges Unterfangen. In Belgien versucht man langfristig mit künstlicher Intelligenz besonders gefährdete Schiffe und Wege sozusagen zu identifizieren, neu zu identifizieren, um sozusagen die Zielgenauigkeit von Kontrollen zu vergrößern. Denn das Problem ist ja, wenn du viele Container hast, kannst du nicht alle kontrollieren, dann macht man das random nach Zufall so ein bisschen und das ist aber keine große Zielgenauigkeit und die versucht man zu vergrößern, indem man sich den immer neuen und immer einfallsreicheren Strukturen des Schmuggels anpasst und sagt, wir werden versuchen, mit künstlicher Intelligenz das zielgenauer dann kontrollieren zu können, aber das ist natürlich noch in der Erprobung und dauert noch sehr lange, bis man das sozusagen wirklich erfolgreich sein kann. Im Moment ist es das noch nicht. Danke, Michael, dass du uns so ausführlich über den Drogenhandel und die Gewalt in den Niederlanden und Belgien berichtet hast. Danke. Gerne. Und das war schon wieder der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, lasst uns gerne auch ein Sternchen da, abonniert uns, darüber freuen wir uns. Und wenn ihr auch mal Themen habt, die wir unbedingt mal machen sollten, oder auch Kritik, Anregung, Feedback, schreibt uns gerne in die Kommentare. Das könnt ihr einmal machen bei Instagram, Facebook oder YouTube oder ihr könnt eben auch eine Mail schreiben. Und die Mailadresse lautet weltspiegel.digital@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Petra Schmidt-Wilting. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Freitagnachmittag, der 3. März.